Wie funktioniert das mit einem Spiel, politische Bildung zu machen? Naja, also ich sag mal, gibt verschiedene Motivationen dafür. Also ich muss ja politische Jugendbildung machen. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn ich, und am besten nicht in Schule, sondern außerschulisch. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn ich einen großen Flyer irgendwo hinstelle, kommt zu mir und macht politische Jugendbildung mit mir, dass dann nicht die große Breite der Gesellschaft kommen, sondern vielleicht die zwei, die eh schon aktiv sind und die mich kennen, weil ich auch sie schon mal unterstützt habe. Ja, Das heißt, verstehe. das ist sozusagen nicht die Perspektive. Also suche ich immer nach neuen Methoden und anderen Sachen. Und ich war so selber vielleicht Gamer bis 2001, also nie wirklich in dem Sinne, wie man das heute ist. Dann habe ich Job und Kinder gekriegt und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Und ich fand das aber immer spannend zu überlegen, wie man mit Games oder auch mit den dahinterliegenden Mechanismen, also das geht ja auch darum, Spielen macht ja auch Spaß. Also jetzt Ja, in den Videogames, aber auch sonst macht Spielen hoffentlich. Spaß. Und kann man nicht diesen Spaßfaktor, kann man nicht diese intrinsische Motivation, auch diesen Flow, das Aufgehen in Spielen, die man hat, kann man das nicht auch nutzen für Bildungsprozesse? Also das war so mein erster Anlass. Und dann habe ich immer geguckt auf die Spiele. Wir haben ein bisschen was mit Sims gemacht und dann kam Minecraft. Und ich habe eine Teamerin gehabt, mit der ich viel zu der Zeit zusammen gemacht habe, auch heute noch. Und kam uns so beide gleichzeitig eine Nachricht geschrieben: Hast du das neue Spiel gesehen? Das ist es, was wir brauchen. Weil Dann, wir hatten das. das kam so 2011 oder so oder 2010. Das kam 2011 in der Beta-Version. Ich weiß nicht mehr, ob es 12 oder 13 war. Also wir sind ja keine Gamer gewesen und haben gewartet, bis das Spiel halbwegs stabil war. Ja. Ja, und dann haben uns das erklären lassen und gingen tatsächlich zu einem Gamer. Also für alle, Entschuldigung, alle, die jetzt zuschauen, ich bin kein echter Gamer und freue mich, wenn ihr das besser könnt Du als ich. bist vielleicht Gamer außer Dienst, so wie du es eben gesagt hast. Aber dann erklär uns doch mal, noch mal kurz in groben Zügen, was ist Minecraft eigentlich? Ich erkläre das mal ja genauso, wie ich das sehe. Also wir sind drauf gestoßen und haben Ja. gesagt, das ist ja wie Lego. Mhm. Ja, also man hat diese Klötzchen, die sind, also eigentlich sind ja Leute meiner Generation, als sie Minecraft gesehen haben, haben sie erstmal gesagt, oh wie Gott, wie hässlich, das sieht ja aus wie das, was wir in den 80ern und 90ern gespielt haben. Weil es ist ja nicht so wie GTA oder so, wo man richtig, und dann fand ich aber das Spielprinzip, und ich glaube, das ist das Entscheidende, das ist dieses Open-World-Game, wo ich einfach mit gleichen Größen von Blöcken einfach beliebig viele Sachen bauen kann und Ja. vollkommen kreativ sein kann. Wo ich selbst entscheide, ob ich jetzt auch im Überlebensmodus, ob ich mich schütze oder und verstecke oder ob ich mir Waffen schmiede und damit Monster in der Nacht bekämpfe oder auch mit anderen Spielern interagieren kann oder auch nicht. Also diese komplette Freiheit und wirklich diese unzählige Anzahl von Blöcken, mit denen ich dann eben Häuser bauen kann, ganze Landschaften gestalten kann. Das war das, was mich bei Minecraft so gereizt hat. Ich hoffe, es haben alle ein Bild von diesen Minecraft-Blöcken. Eigentlich sieht man die ja doch immer mal wieder. Und tatsächlich hatten wir auch schon mal vorher ein Lego-Projekt, wo wir einen Jugendclub gestaltet haben in Lego. Und da war immer das Problem, dass so die Klötzer plötzlich übrig, also alle wollten diesen kleinen, vier quadratischen roten Klotz haben. Und das war so toll, in Minecraft das zu machen, weil plötzlich, also wenn man im Kreativmodus ist, ne, es gibt ja den Überlebensmodus, wenn man jetzt wirklich gamen will und vorankommen will. Und es gibt den Kreativmodus, da habe ich alle Rohstoffe und das ist natürlich perfekt, dann die gehen auch nie aus. Ich weiß nicht, ob das reicht als Beschreibung oder ob du noch was ergänzen willst, wie viel unserer Es Zuschauer, ist, Zuhörenden hier ne, ich glaube, Minecraft das ist schon. umrissen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe mich auf jeden Fall wiedergefunden. Minecraft ist ein Spiel, Open World, Sandbox könnte man es auch nennen. Man hat Blöcke, mit denen man Dinge zusammenbauen kann. Und ja, tatsächlich spiele ich auch Minecraft schon seit einer Weile. Und ja, und dann gibt es halt auch noch eine freie Variante. Minetest. Das ist quasi die Open Source oder freie Software-Variante davon, weil Minecraft ist ein Spiel, was von der Firma Mojang entwickelt wurde, von Microsoft aufgekauft wurde vor einigen Jahren. Und halt, man muss es kaufen. Und es ist gut, dass es quasi auch eine kostenfreie Alternative dazu gibt, in der man quasi auch so einen Sandkasten, eine Open World hat. Aber das ist schon wichtig auch für die Arbeit, richtig? Oder kannst du vielleicht meinen Test auch einmal kurz umreißen? Ja, also mein Test ist, es gab ja immer die Idee, so das Prinzip nochmal mit einem freien Spiel zu entwickeln. Und es gab unter der Mojang-Version, also unter der Java-Version, was ja die erste Minecraft-Version ist, gab es eben auch Mods für zum Beispiel ein Education-Mod.
mit dem ich also sowas so Funktion hatte, wie dass ich meine Teilnehmenden auch mal stumm schalten kann oder mal einfrieren kann oder sie zu mir hin teleportieren kann, ohne Befehle können zu müssen, sondern das über eine Oberfläche machen zu können. Und als Microsoft das übernommen hat, haben sie relativ schnell diesen Education Mod einfach eingestellt, also den sozusagen nicht, der war da nicht mehr passfähig zur alten Version, also nur ging nur mit ganz alten Versionen und konnte auch nicht weiterentwickelt werden, weil sie gesagt haben, wir machen eine eigene Education Version. Diese eigene Education-Version ist aber, glaube ich, gefloppt. Also ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Die war eine Zeit lang Teil des Betriebssystems Windows. Vielleicht wird die auch noch genutzt, aber sie hat halt, die hat, bringt halt diese ganzen halt, also wenig, viel weniger Funktionalitäten gebracht, als die Community schon entwickelt hatte. Und das war so der Moment, wo gerade im pädagogischen Kontext Leute gesagt haben, lasst uns das weiterentwickeln. Und es ist eine Entwickler, eine Community entstanden ist, die eben das Mindtest entwickeln und das aber auch wirklich im Sinne eines Open Source-Spiels tatsächlich und freier Software die Bedingung immer ist, dass man auch, wenn man was Neues entwickelt, das dann wieder das in der Regel kostenlos zur Verfügung stellt. Und so entwickelt sich mein Test weiter. Und es ist weniger, braucht viel weniger Ressourcen als Minecraft. Es ist kostenlos. Es ist auch nicht ganz so schwierig, wenn man in Netzwerken, mit Netzwerken da einen mit ins Internet gehen will, wie Minecraft. Also man kommt leichter auch raus aus geschützten Systemen, weil es nicht so viele Anforderungen hat. Sprich, insbesondere für Schulen ist es einfach die Option, die ich in Ja. Schulen immer empfehle. Wenn jetzt jemand schon Minecraft spielt, deswegen finde ich das auch gut, dass du beides hast. Wenn jemand Minecraft spielt, dann will ich den Minecraft-Spielenden natürlich abholen Ja, na klar. und würde mit dem auch im Zweifelsfall Minecraft machen. Aber wenn ich in der Schule bin, wo ich nicht die Rechner habe, wo ich nicht die Technik habe, ist natürlich mein Test die Alternative. Und es ist natürlich auch mal zum Ausprobieren gerade für Pädagoginnen und Pädagogen, die sonst nicht spielen, ist mein Test halt eine echte Option, weil ich sagen kann, lad's runter, guck dir es an. Hier gibt es einen Server, kannst du auch mal drauf gehen, dann verstehst du überhaupt erstmal, wie das ist, weil viele kennen ja diese Lebenswelten junger Menschen, die sich irgendwo auf dem Server treffen und parallel über Discord oder was auch immer quatschen. Das ist ja für Pädagoginnen und Pädagogen, die keine Gamer sind, ist das ja noch eine ganz neue Welt, die sie eigentlich nicht kennen. Aber du bist, wo du gesagt hast, ich bin jetzt zwar kein Gamer, aber ich kenne mich jetzt auch mit den Spielen aus, weil ich es mir habe erklären lassen, aber du bist dann auch auf Discord unterwegs und nutzt all diese anderen Vernetzungsmöglichkeiten, wenn du dann eh mit Schülerinnen und Schülern arbeitest. Wir haben, also das ist nochmal eine spannende Frage. Ja, bin auch schon mal länger bei Discord, aber richtig intensiv genutzt haben. Wir haben 2020 mit der Corona-Pandemie einen Mindtest-Bildungsserver mit verschiedenen Partnern aus ganz Deutschland aufgesetzt, weil wir gesagt haben, wir müssen auch solche Alternativen zeigen. Also die Idee, dass jetzt irgendwie man irgendwas per PDFs geschickt wird, kriegt und die dann ausdruckt, das ist irgendwie nicht die Zukunft. Auch nicht, das war uns auch schon ganz zu Beginn klar. Und haben da diesen Server aufgesetzt und dann haben wir überlegt, weil Minecraft und Mindtest ist ja kein Sprachtool dabei. Also das ist ja kein Spiel, in dem ich sozusagen ein integriertes Sprachtool habe. Und haben überlegt, was nutzen wir für ein Sprachtool und haben so einen Mumble-Server, was auch eine freie Software ist, aufgesetzt. Und das ist irgendwie von keinem angenommen worden. Und dann kamen die Jugendlichen, die bei uns auf dem Server waren, und sagten, wollt ihr nicht, kommt doch zu Discord, da sind wir. Und dann haben wir das Absurde getan. Wir haben also einen super datenschutzkonformen und freie Software-Mindtest-Server, auf dem nichts weiter drauf ist. Und wenn man mit uns reden will, muss man zu einem bösen Server gehen, der Daten verkauft und nicht besonders datenfreundlich ist, um mit uns zu sprechen. Aber es war einfach pragmatisch die beste Lösung, weil da waren die auf dem Mindtest-Server waren ohnehin da schon Um unterwegs. die es ging, genau. Ich habe vorher auf unserem Discord-Server unsere Community gefragt, habt ihr schon Fragen? Warum Klone von Minecraft, wenn die meisten der Zielgruppe wahrscheinlich Minecraft haben? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, in der Schule hast du keine Möglichkeit, auf Schulhardware sowas zu machen. Und ich hätte jetzt auch gesagt, die meisten haben eben nicht Minecraft. Längst nicht jeder hat Minecraft oder eventuell sogar gar nicht mal die Hardware, auf der Minecraft laufen könnte, richtig? Oder magst du das vielleicht einmal? Naja, Minecraft ist ja inzwischen ein Einstiegsspiel. Ne? Das ist ja das, was viele Kinder am Anfang spielen dürfen, weil für die Eltern das so wie ich, für mich, am Anfang auch war, es ist reines Lego. Man weiß nicht, dass man auch andere töten kann und mit Monstern kämpfen muss. Das sehen die Eltern in der Regel nicht. Deswegen ist Minecraft das Einstiegsspiel. Und dann gibt es die einen, die kriegen das gekauft, die haben Minecraft auch schon mit 6 oder 7. Und dann gibt es die anderen, da sagen die Eltern, die haben vielleicht nicht mal ein Smartphone. Oder ja, Zugang und dürfen eine Stunde den Computer der Eltern nutzen.
Und vielleicht mit 10 kann man dann mal darüber reden, ob sie eigene Geräte kriegen. Und für die ist natürlich Mindtest eine Option, weil Mindtest kann ich einfach runterladen. Ich muss es nicht mal installieren, ich pack's nur und kann es dann schon, und kann es dann spielen. Und dann ist es auch, ich muss es nicht kaufen, es kostet nichts. Also wir haben gerade bei dem, im jüngeren Bereich haben wir ziemlich viele, die über Minecraft, über Mindtest kommen, weil es eben einfach mal ein Einstieg ist, wo Eltern das mal ihre Kinder testen lassen können und selber mal reingucken können, ohne jetzt Software zu kaufen, ohne das Gefühl zu haben, ich komme jetzt schon gleich in diese Spielewelt und bin dann mit, kaufen die sich Minecraft und übermorgen kommt GTA oder was auch immer. Ja, also das ist ja so die Angst von der Eltern, der auch da ist. Also insofern haben wir gerade bei Jungen das Phänomen. Und dann, es gibt ganz wenige. Viele wechseln dann tatsächlich im Laufe wenn sie älter werden, zu Minecraft, wenn sie dann die Möglichkeit haben, weil Minecraft einfach noch mal ein bisschen cooler aussieht und ein bisschen fancier ist und es neue Updates gibt und so weiter. Und wir haben aber ein paar, die bleiben bei Mindtest, weil Mindtest bestimmte Feature hat, die Minecraft nicht hat. Ne? Es ist also zum Beispiel sind die, das, was bei Minecraft Redstone ist, heißt bei Mindtest Mesikon und das ist viel authentischer und das ist wirklich wie elektrische Schaltung. Also da sagen die Physiklehrer, das können wir nehmen. Ja, während dem Redstone halt einfach so ein billiger Nachbau ist, von ungefähr so könnte Elektrik funktionieren. Das würde also, könnte man also im Unterricht nicht einsetzen und auch die Programmiermöglichkeiten im Hintergrund. Also mein Test ist in Lua programmiert und ich habe halt die Möglichkeit, Lua ist eine sehr einfache Programmiersprache. Ich kann jederzeit eigene Mods machen, ich kann jederzeit Anpassungen vornehmen. Also alle, die Lust haben, was zu verändern, ist es cool. Und es kommt halt hinzu, dass die alle, die ja Minecraft von Java kennen, die wissen, dass es Mods gibt und können und haben vielleicht auch welche runtergeladen und kennen das. Aber alle, die jetzt, was ja die Mehrheit ist, inzwischen Konsolenspieler sind, für die gibt es ja nur noch diese kostenpflichtigen In-App-Käufe, Plugins. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Und das kann ich natürlich bei meinem Test, kann ich jederzeit mir irgendwelche Sachen, irgendwelche Mods dazu holen. Das kostet auch nichts. Und ich kann ausprobieren, wie ist das mit dem Mod und mit jedem Mod. Und ich habe bestimmte Funktionen. Also, ja. Es gehen viele zu Minecraft, aber ich glaube, es gibt eine Berechtigung für beides. Ich will auch gar nicht sagen, dass man nicht Minecraft spielen darf oder irgendwas, sondern wir nutzen ja schon diese Community, die da ist, auch für unsere Bildungsarbeit, aber es gibt auch eine Berechtigung für Mindtest. Ja, okay. Weil es jetzt auch im Chat gerade kam und weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, als du sagtest, Redstone ist ja eher ein bisschen billig, das, was Mindtest macht, ist besser und näher an einer elektrischen Schaltung. Kannst du das vielleicht auch noch mal kurz einordnen? Also für alle, die sich überhaupt nicht auskennen, Redstone ist ein Stoff, den man dann in Minecraft quasi von Block zu Block legen kann und wo dann ein Signal, irgendwas fährt geht über eine Platte und dann geht ein Signal ein paar Blöcke weit und damit kann man eine Tür öffnen oder eine Decke aufmachen lassen oder irgendetwas anderes. Ist halt so ein Signal, irgendwas macht das an A und das wird ein wenig weitergeleitet und dann kann es was bei B machen und damit kann man auch Schaltungslogik realisieren. Was ist bei Mindtest anders? Gibt es da Plus und Minus und Spannungsquelle oder warum passt das viel besser den Physiklehrern? Du, da müsste ich jetzt die Physiklehrer fragen, wie das genau ist. Tut mir Also, leid, Physiker. es fängt damit an, dass es also bei Minecraft braucht ja immer diese Verstärker permanent, was ja irgendwie nicht wirklich authentisch ist. Und dann sind tatsächlich die Schaltungen, also wenn ich kann Parallel- und Serienschaltung wirklich korrekt bauen, das ist bei Minecraft auch immer nur so begrenzt möglich. Ja, Und alles okay. weitere. Und alles Weitere ist dann wirklich Sache, wo ich meinen Physiklehrer des Vertrauens nochmal nach, wenn es ganz wichtig ist, frage ich da nochmal nach und lass mir das nochmal erklären und schreibe es euch hinterher. Also Es da bin ich sind einfach also, nicht tief. es sind einige Unterschiede da, aber die Gemeinsamkeiten zwischen Minecraft und mein Test überwiegen. Also was vielleicht spannend ist nochmal zu der Redstone-Sache oder auch zu dem Mesikon. Vielleicht für alle, die das nicht kennen, was mich beeindruckt hat, war, dass eben Programmierer gesagt haben, man kann theoretisch in Minecraft also wenn die Rechenleistung reicht, oder auch in Mindtest einen Rechner bauen, auf dem man Minecraft oder Mindtest spielen kann. Ja. Ja, also es ist dann nur eine Frage der Rechenleistung und der Zeit, das nachzubauen. Aber nur um das nochmal deutlich zu machen, also es gibt ja durchaus Flipper-Automaten, alles Mögliche in Minecraft. Man kann Snake-Sachen haben bei uns Jugendliche in Mindtest auch mal ganz schnell auf dem Server nachgebaut. Also das ist natürlich noch ein Potenzial, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ich habe jetzt immer nur über das Lego geredet, aber Lego-Technik ist natürlich auch dabei und Lego-Mindstorm oder wie das heißt, de facto auch, ja. Also das ist schon ziemlich viel, was man damit machen kann. Ja, man kann sehr, sehr viel damit realisieren, obwohl es alles nur kleine Blöcke sind. Wie funktioniert das jetzt mit Blöcken, politische Bildung zu machen? Naja, der einfachste Zugang, habe ich ja vorhin gesagt, ist dieses,
Also ganz oft geht es ja um Gestaltung von Lebenswelt.